willkommen zum zweiten Teil. Keine Einzelheiten, wie heißt die Sendung? WWF Club. So war's. Die Sendung heißt WWF Club und bald haben wir unsere 250. Sendung und sagen wir hi, hi, ho. Und aber erst wie gesagt, Moment, das ist also eben die erste verpasst. Sendung nach dem Urlaub. Und deshalb bin ich glücklich, Mareike hat im ersten Teil schon alle ihre Fotos abgefrühstückt. Jetzt hat sie sie weg, hat sie gar nicht dabei. Für all die Leute, die jetzt erst einschalten, nicht? Ich habe Urlaub gemacht, bin unheimlich frisch, gesund und munter und habe natürlich... Jungs, pass auf. Was denn? Du hast doch keinen... Muss ich auch mal gucken. Ja, meine Urlaubsbilder. Immer mit Peter dabei. Weisheit. Mein Jetzt fehlt es bloß noch, dass du auch noch all deine Fotos vorzeigst. Wo ich dich gerade da so stehen sah, irgendwie erinnerst du mich heute an Marilyn Monroe. Ja, die wird doch heute 60. Ja, eben deshalb. Ha! Also, das bist du wieder rein. Da muss wieder der seriöse Mann rein und das bin ich und der sagt nur hi, hi, hi. Ja. Denn das ist die nächste und Musik. Nur noch 96 Tage bis Weihnachten. Wo du recht hast, hast du recht. Bruno, das saß auf dem Punkt und die Bundesliga hat auch wieder angefangen. Aber und dann jetzt sagen wir nur hi, hi, ho. Hi, hi, hi. Und was denn? Hi, hi, ho. Sandra, die Sängerin, Sie kennen sie von Maria Magdalena. Sandra, gib doch uns. Unsere deutsche Maria Magdalena und auch mit diesem Lied wird sie alle Hitparade auf der Welt stürmen, das sage ich Ihnen. Jetzt stürmen Sie, glaube ich, gleich auf Ihr Fahrrad oder was Sie auch zu Hause vor der Tür haben, weil hier ist wieder unsere lebendige Annonce, Brigitta Kroll und Sie sammeln
Häkelnadel. Am liebsten sind mir natürlich die Stücke, die handgearbeitet sind, aus Büffelhorn oder aus Elfenbein und aus Holz. Und danach, die Zeit 1936, wurden sie maschinell zum Beispiel hergestellt. Die bekommt man schon etwas eher. Ja, und sie hat mich gerade erklärt, etwas, was sie nicht wusste. In Tunesien gibt es nämlich ganz anderen Häkelnadeln. Das ist die tunesische Häkelnadel, mit der Schlingen aufgenommen werden und dann hinterher als Schlingen zurückgemacht werden von der Nadel. Und das gibt feste Stücke, zum Beispiel Tagesdecken oder andere Teile, die eben fest sitzen. Das können Sie alles mit dieses Ding machen. Wenn Sie sowas zu Hause haben, kommen Sie jetzt zu uns, Neusser Landstraße Nummer 2 mit alle Häkelnadeln, die Sie zu Hause haben. Oder rufen Sie uns an unter die Nummer 746082 746083. Wo kommen Sie her, Brigitta? Aus Kamen-Heeren. Wo liegt das? In Nordrhein-Westfalen. Kamen-Heeren? Ja. Ja? Ja. Aber wo? Ja, in der Nähe von Unna. Unna? Grüße alle Zuschauer in Unna. Ich wusste nicht, dass Unna auch in Nordrhein-Westfalen liegt, aber Hagen-Heeren? Kamen-Heeren, Kreis Unna. Kamen-Heeren, Kreis Unna. Sie ist heute bei uns, Brigitta Kroll. Herzlichen Dank. Wir warten ab, wie viele kommen. Ich hoffe, eine Menge. Und jetzt rüber zu Jürgen und seine Videos. Jürgen. Also Mareike, dass du nicht weißt, wo Kamen liegt, mein Gott. Die ganzen Holländer blockieren da regelmäßig die Autobahn. Urbekannt, ne? So, Videos. Andrea, Helga und ich haben... Zuallererst ein Superstar für Sie, natürlich, wie immer bei uns, Tina Turner mit dem ersten Titel Typical Male. Tina, got it! Unser Vorschlag Nummer 2, Video Nummer 2, rufen Sie uns an, ist Yellow mit Go, 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 Gold Rush. Yellow. Das ist heute alles etwas hawaiianisch. Rufen Sie uns an, wie gesagt, 0221 746082 oder 746083 und Sie hören schon die Musik im Hintergrund. Und auch ich hole mir hier keine Häkelnadeln raus, sondern es soll die geniale Überleitung werden zu unserem übernächsten Act, wenn man so will. Und der wird eingeleitet durch ein geniales Musiktrio. Viel Vergnügen. Frank, jetzt bist du dran. Ich weiß, hier in diesem Raum ist die Akustik ziemlich schlecht. Ne? Jetzt, wo du es sagst, rieche ich es auch. Komm, Frank, jetzt aber ruhig, bitte. Ach so, ja. Seriös. Jetzt zu unserem nächsten Gast. Hier, nimm das mal mit. Das ist doch etwas für dich. Es ist Franz Xaver Ohnesorg. Sie sind der Direktor der neuen Philharmonie hier in Köln. Und ich finde, das ist eigentlich wirklich eine ganz gute Überleitung mit der Akustik, denn Lob, 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 Jubel über die neue Philharmonie, Herr Ohnesorg, aber in die Töne mischte sich da so ein bisschen der Unterklang, die Akustik sei nicht so gut, Herr Ohnesorg. Also das kann man ganz sicher nicht sagen, dass unsere Akustik nicht gut wäre. Natürlich ist es zunächst mal so, dass jeder Kritiker seine eigenen Ohren mitbringt, denn wir haben ja auch geworben, bald werden sie Ohren machen. Das haben sicher manche so verstanden, dass sie eben zunächst mal ihren eigenen Gehörgang beschreiben müssen und weniger die objektiven Kriterien. Diejenigen, die am Sonntag fanden, dass die Streicher matt und die Bläser zu laut waren, die wurden dann am Montag schon, wenn es denn nun so gewesen sein sollte, ich selbst fand es nicht so, aber die wurden dann am Montag schon eines Besseren belehrt, nämlich als Daniel Barenboim mit dem Orchestre de Paris da war, da waren eigentlich die Urteile gerade gegenteilig. Die Streicher brillant, die Bläser unheimlich toll abgemischt. Also ich habe in Bezug auf unsere Akustik überhaupt keine Sorgen. Ich glaube, dass sich das nach kurzer Zeit schon herausstellen wird, dass diese Philharmonie wirklich ein
unheimlicher Glücksfall ist, weil wir sehr gute Architekten hatten und weil wir sehr gute Akustiker von Anfang an mit dabei hatten. Das Programm besteht ja im Grunde genommen erst wenige Tage. Trotzdem fällt jetzt schon auf, Sie sind in der Vielfalt eigentlich schon fast unschlagbar. Sie sprechen sowohl die Turnschuh-Generation an, gestern Abend Miles Davis, ein hervorragendes Konzert, aber Sie zielen auf eine ganze Bandbreite. Für wen ist die Philharmonie gedacht? Also zunächst ist mal die Philharmonie einfach für gute Musik gedacht. Das ist schön. Das Entscheidende überhaupt. Wenn Musik gut ist, dann sollte sie bei uns auch aufgeführt werden. Natürlich liegt es nahe, Köln hatte keinen Konzertsaal, wo große Orchester auftreten konnten. Die großen internationalen Symphonieorchester sind immer um diese Stadt herumgezogen und eben dann in Düsseldorf oder in Bonn gewesen. Nun kommen die Gott sei Dank auch nach Köln. Das ist das eine. Dann natürlich war es überfällig, dass die großen beiden Kölner Orchester eine neue Heimstatt bekommen, das Gürzenich-Orchester, das Rundfunk-Sinfonieorchester. Vielleicht darf ich Sie jetzt mal schnell unterbrechen, denn jetzt sieht man diesen Konzertsaal, ja, den wir hier gerade einspielen. Das ist die Decke. Unser Glasdeckel, da unser Publikum hier in, jetzt schwenkt es ist ein Amphitheater für diejenigen, ja, die noch kein Foto gesehen haben. Also ich habe gesagt, Köln bekommt sein antikes Amphitheater wieder zurück, denn Köln hatte ja schon mal eins bis zum 2. Jahrhundert nach Christus. Und der Saal erweist sich eben wirklich als ein sehr kommunikativer Saal. Das heißt, man bildet eine Runde, einen Kreis um das Geschehen herum. Und das ist bekanntlich schon in der Fußgängerzone so. Wenn da ein Straßenmusikant steht, dann stehen die Menschen im Kreis um ihn herum. Richtig, ja. Genau den gleichen Effekt haben wir Gott sei Dank auch. Also ein echter Wurf von der Architektur her. Ich habe es eben ja ganz kurz angeschnitten. Ich war im Urlaub in der Türkei, habe viele Amphitheater gesehen. Mhm. Und wir haben uns da wirklich auch den Spaß gemacht, sind unten runtergegangen und haben mit dem Finger geschnippt. Und jemand, der im Grunde genommen 200 Meter höher, mhm, weiter weg stand, konnte das einwandfrei hören, selbst wenn man langsam gesprochen hat. Kann man von diesen alten Amphitheatern sogar noch lernen? Oh, da kann man eine Menge lernen, wobei es sehr merkwürdig ist, dass eben die Konzertsäle, die natürlich immer als Schuhschachteln gebaut wurden, klassischerweise, weil wir, was die Musikakustik angeht, und ein Konzertsaal hat ja ein Dach, ein antikes Amphitheater hat ja kein Dach, das ist offen und ist für Sprechakustik gebaut, ja, das heißt auf Silbenverständlichkeit hin. Wir hingegen wollen natürlich eine schöne Nachhallzeit haben, so 2 Sekunden rum, mhm, sowas peilt man da immer an. Und das in einem Saal mit Deckel, das ist sehr kompliziert zu machen. Und da waren die Akustiker, also ich muss den Namen nennen, das ist Professor Graner aus Bergisch Gladbach, ist hier in der Nähe, der hat wirklich ein Meisterwerk vollbracht dabei. Das mit ganz einfachen Prinzipien, die Musiker hören sich glänzend auf dem Podium, das ist eine richtige Orchestermuschel, mhm, und dann strahlt es eben wirklich in idealer Weise auch aufs Publikum ab. Wir haben nur gute Plätze, überall ist die Akustik gleich gut, wir haben keine Schalllöcher, wie das immer gern so dann dargestellt wird. Viele fragen jetzt, wo gibt es denn Tickets, weil offensichtlich da Desinformation auch besteht. Es gibt nur ganz schwer Tickets oder so. Ja, also es ist natürlich so, dass der Andrang jetzt gewaltig ist in diesen Tagen. Wir haben ein philharmonisches Fest jetzt zur Eröffnung mit 13 Konzerten. Sie haben Miles Davis schon angeführt, Orchester, ja, de Paris war ein anderes. Wir haben nächste Woche die Wiener Philharmoniker, da sind wir natürlich ausverkauft. Aber bei vielen anderen Konzerten haben wir noch Karten. Und die kann man entweder in unserem Köln-Ticketladen bekommen, in der Bischofsgartenstraße, direkt in der Philharmonie, oder eben in den Kölner Vorverkaufsstellen. Ich wage schon kaum mehr, unsere Telefonnummer anzugeben, weil wir eben wirklich so überbelegt sind am Telefon. Aber es lohnt sich, auch an die Abendkasse zu kommen. In jedem Fall eigentlich haben wir da noch Restkarten. Manchmal sind es durchaus auch nur ein paar hundert Karten. Wie gestern Abend haben wir also noch 300 Karten für das Konzert von Miles Davis noch verkaufen können. Also da kann ich einfach nur ermuntern, wer es probieren will, wird sicher nicht enttäuscht sein. Bei den Wiener Philharmonikern würde ich ein bisschen zurückhaltend sein, weil es da wirklich nur noch ein paar Stehplätze gibt. Danke Ihnen, dass Sie vorbeigeschaut haben. Ich wünsche Ihnen viele noch verschiedene Musikarten. Morgen haben wir eine zweite Aufführung des Panzerkreuzer Potjemkin. Das ist ein Stummfilm mit Live-Musik. Die erste Vorstellung war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Für die zweite Vorstellung, 22.30 Uhr in der Kölner Philharmonie, gibt es noch genügend Karten. Wir haben einen Sonderschalter eingerichtet, morgen von 10 bis 18.30 Uhr und ab 20 Uhr an unserem Sonderschalter gibt es noch ein paar hundert Karten. Also es lohnt sich. Sie verkaufen es gut, Herr Ohnesorg. Danke, dass Sie bei uns vorbeigeschaut haben. Und schnell zur nächsten Musik. Wir hören Chris Roberts, seit vielen Jahren im Geschäft und er singt Titel So wie du, Chris Roberts. Ich spüre deine Hände wie Feuer auf der Haut. So fremd sind deine Augen und so hemmungslos vertraut. Dein Herz schickt mir Signale, du weißt, ich bin bereit. Ich tausche meine letzten
besten Träume gegen deine Zärtlichkeit. So wie du. So wie du bist keine, so wie du kann keine sein. So wie du. So wie du bist keine, so wie du kann keine sein. So wie du. So wie du bist keine, so wie du kann keine sein. Und alles, was ich liebe, das bist du. Ich will dir mein Verlangen zeigen, die Liebe, die ich für dich. Keinen Wunsch verschweigen, nein, das ist viel mehr als Spiel. Ich will dich in der Nacht beschützen, du weißt bei allem, was ich tu. Alles, was ich liebe, das bist du. So wie du bist keine, so wie du kann keine sein. So wie du. So wie du bist keine, so wie du kann keine sein. So wie du. So wie du bist keine, so wie du kann keine sein. Und alles, was ich liebe, das bist du. Du lächelst unter Tränen, weinst vor lauter Glück. Du nimmst mir alles, doch gibst alles tausendfach zurück. Ich halt dich fest am Morgen, ich schlafe mit dir ein. Du gibst mir neuen Mut zum Leben, bist bei mir, wenn ich träum. So wie du. So wie du bist keine, so wie du kann keine sein. So wie du. So wie du bist keine, so wie du kann keine sein. Peter Weisheit, hier ist Ihre Post. In allerletzter Sekunde reingefahren. Sag mal, was mache ich denn jetzt? Ich möchte gerne meine Post machen. Ja, schau mal, das muss ich umlaufen. Aber ich muss erst was demonstrieren. Das ist das neueste holländische Fahrrad auf der ISMA oder IFMA, dieses internationale Fahrradmesse in Köln vorgestellt. Und Motorradmesse. Kannst du das Zelt mal hochkriegen? Da geh du mal runter. Ja. Dann kann ich Ihnen zeigen, dass die Holländer demnächst nur noch mit dem Fahrrad kommen. Sag mal, Kina, komme ich dann vielleicht... Ach, so geht das. Ja, das geht. Schau mal. Warum hast du sie nicht gleich überdacht mit reingefahren, Frank? Das war mir einfach zu kompliziert. Können Sie hier, kommen die Kamera ein bisschen näher, so können Sie hier so schlafen. Gute Nacht, Mareike. Alles Gute, auch beruflich. Sieht man mich noch, Frank? Nein, glücklicherweise. Nee. Dürfte ich jetzt vielleicht freundlicherweise meine Post machen? Liebe Zuschauer, es ist jetzt Zeit für Ihre Post. Allzu viel ist natürlich wegen dieses riesengroßen Sommerlochs nicht gekommen. Aber hier zum Beispiel, euch drei wünscht einen super Start. Gebt Gas, Alarm, Urlaub, Sommerhit. Renate Franken aus Düsseldorf 30. Recht herzlichen Dank, liebe Renate. Das ist Garfield. Garfield ist ein Hammer. Liebe ich. Kennst Danke. Du Garfield, Willst du mir schenken? Nein. Da ist jetzt ein Fußball-Länderspiel. Wann? Dänemark, Deutschland oder Am Deutschland, nächsten Dänemark. Mittwoch. Nächsten Mittwoch. Richtig, davon weiß ich. Und da kommt Garfield. Ins Fußball-Länderspiel? Also, nein, nicht in dem Fußball. Vor dem Fußball-Länderspiel kommt Garfield. Und was macht er da? Ja, kommt er da auf den Rasen? Tritt auf, was denkst du? Nein, pass auf, 18.25 Uhr, nächsten Mittwoch, Garfield im Fernsehen. Vor dem Fußball-Länderspiel. Garfield. Kommt Garfield? Ja. Ja, dann gib ihn mir.
Dankeschön. Soll ich ihn denn nicht wegnehmen? Also der ist dann, hör mal, diesen Superstar aus unserem Programm. Nächsten Mittwoch, jetzt bei mir, ne? Ja, 18, jetzt wissen 25. wir es, 18.25 Uhr. Kinder werden sich freuen. Ich bin mir sicher, Millionen von Kindern auch, werden, ne, sich freuen und danach die Fußballfans. Mach doch mal deine Post hier. Jetzt kann ich endlich meine Post machen. Ja, mach mal ein bisschen Liebe Post. Zuschauer, nachdem wir also diesen netten... Also Jürgen, darf ich eben stören? Weißt du, hast du eigentlich die Zuschauer schon gesagt, dass es am 3. Oktober dieses Jahres kein WWF-Club gibt? Das wollte ich gerade sagen, aber ich werde ja laufend von euch unterbrochen. Nein, ich erinnere dich nur, nicht, gut, dass du es nicht vergisst. Ja. Am 3.10., das ist also der Freitag, der 3.10., ist kein WWF-Club, weil wir mal wieder dem Tennis zum Opfer fallen werden. Manche wird es freuen, manche werden fürchterlich drunter leiden. So, und dann sind also um die Urlaubsgrüße noch... Hast du denn gesagt, dass diejenigen am 3. Oktober, die da Karten für haben, dass die jetzt zurückschicken sollen, denn die kriegen dann Ersatzkarten, hast du das gesagt? Das wollte ich dann auch gerade sagen, nach meiner Post. Das also wollte ich dann Sie so als Karten Aufhänger haben für den 3. Oktober, nicht? Schicken Sie zurück und wir schicken Ihnen neu. Mach doch mal deine Post, bitte. Ist ja komisch. Da du. Ist ein sehr netter Brief gekommen. Hallo Daheimgebliebene, viele Grüße aus dem sonnigen Amerika. Sendet euch euer Willi Bläser aus Stommeln. Alles in Deutschland vermisse ich, ausgenommen euch drei Dollen. Hier in den USA haben die ja viele blöde Sendungen. Aber ihr seid die absolute Krönung in dieser Richtung. Mir tun meine Augen jetzt schon weh, wenn ich daran denke, dass ich euch bald freitags wieder ansehen muss. Bis dann, euer Willi. Da gibt es nur noch mehr Trauer. Aber es ist Unmenge an guter Urlaubspost gekommen. Schaut sich das an. Kann ich gar nicht alles halten. Das kommt von Rotchina bis hauptsächlich Türkei. Es ist sehr, sehr viel aus der Türkei gekommen. Frank, ich weiß, du willst mich jetzt unterbrechen. Möchtest sagen, du dass auch du in der Türkei ansagen. Urlaub gemacht hast. Da. Möchtest du den nächsten Künstler ansagen? Das werde ich jetzt Weil tun. Der hat mit Sommer zu tun. Finde ich ganz toll. Gut, mit Urlaub also, und so. Gut, ich mache es. Mach, bring es. Sommer, richtig. Reisen, richtig. Rio, richtig. Mondnächte, richtig. Juni. Richtig. Da gab es auch schon Ferien. Ja. Und wer da heute kommt, hat mit allem was zu tun. Es ist Rio. Reiser. Ich freue mich ganz besonders drauf. Auf den Juni König von Deutschland. Die Welt schaut auf zu meinem Fenster. Mit müden Augen, ganz staubig und scheu. Ich bin hier oben auf meiner Wolke. Ich sehe dich kommen, aber du gehst vorbei. Doch jetzt tut's nicht mehr weh. Jetzt tut's nicht mehr weh. Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich sehe. Es ist vorbei, bei, bei Junimond. Es ist vorbei, es ist vorbei, bei, ein Sturm kommt auf, wenn ich dich sehe. Und verflucht. Ich hab getrunken, geraucht und gebetet, hab dich flussauf und flussabwärts gesucht. Doch jetzt tut's nicht mehr weh, nee, jetzt tut's nicht mehr weh. Und alles bleibt still und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich seh. Es ist vorbei.
Das war Rio-Reiser. Ja, und jetzt geht es um den Spitzensport. Hier neben mir Herbert Steffni, Marathonläufer, zurzeit Deutschlands bekannteste Marathonläufer. Sie kennen ihn doch alle, oder? Keine Reaktion? Also. Und um Spitzensport geht es in dem Sinne. Wir haben hier einen Diplompsychologe, der spezialisiert ist auf Sport. Und man könnte sagen, ein Seelenklempner für Sportler. So sagt man das. Ja? So sagt man das. Richtig. Ja. Was machen Sie genau? Wir haben ein Institut, das macht alle möglichen psychologischen Aufgaben. Aber ganz besonders gerne reparieren wir Sportler. Wenn ein Sportler denkt, jetzt geht es mit der Karriere ein bisschen herunter und wir denken, es sollte eigentlich weiter raufgehen, dann machen wir zusammen ein Programm, 3 oder 6 Monate, und dann geht das mit allen psychologischen Mitteln. Zum Beispiel? Also zum Beispiel, wir schauen zunächst einmal, eine gute Diagnose zu bekommen, um für ihn einen ganz besonderen Punkt zu finden. Jede Niederlage kommt aus irgendeinem Punkt. Bei dem einen ist es die Ernährung, bei dem anderen ist es der Partner, die Familie, sind es Berufsträume, sind es irgendwelche Leute, die ihn beeinflussen. Das kann der Sponsor sein, das kann 1000 Gründe haben. Aber Herr Sieber, wie sieht es jetzt nun wirklich aus mit diesem großen Leistungsdruck, die diesen Sportler, Spitzensportler haben? Ich habe immer das umgekehrte Problem. Wir haben noch nie in 20 Jahren einen Spitzensportler bekommen, der wegen Leistungsdruck schlechter gewesen wäre. Eher umgekehrt, dass zu wenig Leistungsdruck da ist. Aber die Sportler haben ja auch eine eigene Sportpsychologie. Es gibt nur 3 Gründe normalerweise in der Öffentlichkeit. Ich hatte meinen Rhythmus verloren, ich hatte meine Konzentration verloren und das dritte ist dann irgendwie, ich hatte meine Motivation oder solche Dinge verloren. Aber die Wahrheit ist, man verliert nichts als Sportler, man kommt nur aus der Arbeit. Und die meisten Störungen sind ganz normale Arbeitsstörungen, die man auch beim Manager sehen könnte oder bei jedem Beruf. Jetzt eine Störung haben wir gerade gesehen in Hamburg, Boris Becker. Sehen Sie das als eine Störung oder als einen großen Leistungsdruck, die auf diesen Jungen gekommen ist? Also wieder noch. Die Wahrheit ist, er hatte zu wenig Zeit, sich auf die Hamburger Plätze neu einzupassen. Und alles, was wir da gesehen haben, war ein wunderbares Theater, ein richtiger Theaterdonner. Es war eine tolle Show. Das Schimpfen auf die Fans und Tiriak und die Presse. Sie müssen zugeben, das war wunderbar. Das war wunderbar, aber Sie glauben, er kommt wieder hoch, ja? Das ist nämlich wichtig, wollen wir wissen. Er ist überhaupt nicht unten, er war halt nicht vorbereitet. Er war nicht vorbereitet. Ja. Demnächst bereitet er sich besser vor, Boris, wenn du guckst. Herr Steffni, sind Sie schon mal bei einem Diplompsychologen für Sport gewesen? Nein, bis jetzt bin ich nur immer über den TÜV gekommen. Nee, brauchte Sie das noch nie? Nö, ich hatte bis jetzt auch noch kein großes Tief. Dann vielleicht melde ich mich dann mal bei Herrn Siebold. Sieber war der Name aus München. Können Sie sich melden, wenn Sie irgendwo was haben. Und Frank, wenn Sie das sehen würden, wie der da rumsteht. Komm doch ein bisschen näher, Frank. Da kann jeder gucken, wie du mich nervst. Du machst gleich mit ihm Ask Your Star. Ja, man darf ihn gleich befragen. Das wolltest du damit sagen. Aber jetzt geht es erstmal schnell zur Auflösung von den Videos. Darf ich mich noch Herrn Sieber bedanken? Herr Sieber, war sehr nett. War sehr interessant. Danke sehr. Wieder schon. Also jetzt Dank. Rüber zu den Videos. Schnell, Jörg. Ja, ganz schnell noch. Sind wir ein wenig im Dunkeln. Ne? Ihr beiden, ich freue mich so, dass wir wieder zusammen sind. Habt ihr mich vermisst? Gut, dann reiße ich mich von diesen beiden Frauen los, um mich einer anderen Dame zu widmen. Nämlich die Videos gewonnen hat. Ach, wenn ihr mich nicht wollt. Ich will auf jeden Fall Tina Turner und das wollten auch Sie. Hier ist Tina Turner. Ihr Video mit Typical Male.
Titel für Tina Turner von ihrer neuesten LP. Für all diejenigen, die demnächst schon zuschauen wollen, Tina Turner demnächst bei uns wieder live, hier sehr wahrscheinlich zu Gast. Aus der Serie, Mitarbeiter vor der Kamera, das hier ist Rainer, wir nennen ihn mal Renier. Er war in Liverpool, in seiner Heimatstadt im Urlaub. Wie ist es, Liverpool? Bei uns sagt man immer Liverpool. Sehr schön. Du bist doch Kölner, ne? Ja. Liverpool ist die Partnerstadt von Köln. Fahr doch mal hin und guck sie an, die Stadt. Ja, mache ich mit dir zusammen, das ist, glaube ich, schöner. Lass mich das schnell nochmal zeigen. Hier, Mareike hat eben fälschlicherweise gesagt, weil sie vereinnahmt immer sofort alles, das sei ein Produkt aus den Niederlanden. Das ist nicht wahr. Die Dame, die das konstruiert hat, ist aus Berlin. Und damit haben wir das auch wieder richtig gestellt. So, und jetzt darf ich Ihnen denjenigen, den Sie gleich befragen können, Sie haben ihn ja schon fast gesehen oder haben ihn schon gesehen, den darf ich Ihnen jetzt auch nochmal im Film vorstellen, ganz kurz, damit Sie sehen, was er in der letzten Zeit geleistet hat. Fahrt mal bitte ab. Mit Kusshändchen läuft er durchs Publikum, Europameisterschaft in Stuttgart und für die deutsche Leichtathletik etwas, was es bisher noch nie gegeben hat. Er hat nämlich im Marathonlauf eine Medaille gewonnen. Er hat die Bronzemedaille gewonnen, ist Dritter geworden und nicht nur das, ein Kollege, Laufkollege von ihm ist auch noch Vierter geworden. Und da bietet sich, Herr Steffni, die Frage natürlich sofort an, was ist los, dass der deutsche Marathonlauf in der letzten Zeit so einen Aufschwung hat? Ja, also ich würde sagen, bei den großen internationalen City-Marathons haben etliche deutsche Läufer schon mal gut zugeschlagen. Aber es hat im Prinzip bei den großen Meisterschaften noch gefehlt, dass mal einer ganz vorne dabei war. Und ich würde sagen, die Konkurrenz im eigenen Lande belebt das Geschäft und wenn man vorne sein will im eigenen Lande, muss man international mittlerweile schon vorne sein und wir bringen uns dann vorne bis auf die ersten drei mittlerweile zum Glück. Ich habe das beobachtet, diesen Lauf, der wurde ja im Fernsehen fast in voller Länge übertragen. Sie sind ja mit Ihrem Kollegen fast die ganze Zeit parallel gelaufen. Ist das wirklich ein so freundschaftliches Verhältnis? Wir hatten es schon vorher ein bisschen über die Taktik abgesprochen, dass wir uns im Zweifelsfalle irgendwo helfen, zum Beispiel wenn es gegen Wind geht, dass man sich abwechselt. Aber es ist schon klar, bei aller Freundschaft am Schluss sucht jeder seine Chance und wir haben ja auch, glaube ich, gezeigt hinterher, dass wir uns auch zusammen freuen konnten und dass einer vor dem anderen sein musste, war ja logisch. Gut, jetzt nehme ich Ihnen die ganzen Fragen weg. Sie haben die Möglichkeit, ihn zu fragen. Wer hat eine Frage an Herrn Steffni hier? Renier, halt hin. Ja, wie viele Läufe machen Sie im Jahr? Marathonläufe jetzt. Marathonläufe mache ich pro Jahr nur zwei. Damit, man muss mit den Kräften haushalten. Ja. Klare Aussage. Renier, kannst du mal darüber gehen oder hier? Ich habe eigentlich keine Frage. Ich finde es nur toll. Für mich war dieser Marathonlauf besser wie der spannendste Krimi. Und ich finde toll, dass einer solche Ausdauer hat. Das ist ein Applaus wert. Jetzt lassen Sie uns mal hier rübergehen, Herr Steffni. Wir müssen ein bisschen nach hinten treten. Da ist eine Frage. Wie sind Sie zu dem Sport gekommen? Ich wollte gerade noch was dazu sagen zu dem Krimi vorhin. Für mich war es auch ein Krimi. Zum Sport bin ich gekommen. Insofern mein ältester Bruder Manfred, der mich auch trainiert. Der ist zweimal Olympiateilnehmer gewesen im Marathonlauf, 1968 und 1972. Und er ist jetzt ein bisschen älter geworden und ich bin der Jüngste in der Familie. Und jetzt musste ich ja quasi in seine Fußstapfen treten und die Motivation lag in der eigenen Familie. Ja, das ist toll. Da ist eine ganz kleine Hand noch dahinter. Rainer, vielleicht können wir die nehmen und wir gehen hier noch ein Stückchen weiter. Wie lange betreiben Sie den Sport schon? Ja, laufen bin ich auch schon mal als Jugendlicher. Vielleicht war ich ein bisschen älter als du, als ich angefangen habe, in einer 4x50 Meter Pendelstaffel, wo man nur hin und her läuft. Und heute wollen die 16-Jährigen alle schon Marathon laufen. Zu der Zeit habe ich also noch Hochsprung gemacht und war froh, dass ich in die Jugendauswahl als Hochspringer kam. Aber mit dem Marathonlauf habe ich vor 3 Jahren angefangen. Auch klar beantwortet, da oben ist noch eine Frage. Oder? Da, Renier ist schon hier auf dieser Seite. Vielleicht können wir es mal so rum. Ja, wie lange wollen Sie den Sport noch betreiben? Tja. Ja, also solange ich mir selbst oder niemand anders mir den Spaß nimmt und ansonsten werde ich den Sport so lange treiben, wie eine Motivation da ist, das heißt, ich mich auch noch verbessere und ich sehe da noch gute Chancen. Ist ja auch eine Frage, wie lange kann man es wirklich machen, ne? Das ist ja irgendwann, sagt man ja, nun jetzt mache ich auch nicht mehr. Also der Weltrekordinhaber ist das mit 39 gelaufen, das heißt, das ist echt eine Sportart noch für Opas, also in Anführungszeichen. Ne? Ja. Haben wir? Nee, da wird mir auch. Also, eine letzte Frage. Was machst du denn, wenn du bei der langen Strecke, wenn du mal musst oder so? Ja. Das Problem stellte sich ja in der Tat, bei den Damen allerdings.
Also, ich muss zugeben, mir ist das noch nicht passiert. Man richtet vorher seine Essgewohnheiten drauf ein. An sich sage ich mir, ich muss eins, möglichst gut laufen. Herbert Schäffner, ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie zu uns gekommen sind. Sehr interessante Fragen, ganz toll gemacht. So, und schnell geht's rüber zu Mareike, die sich wieder auflöst. Nein, oder so. Ich löse mich nicht auf. Ach die so. Auflösung unserer lebendigen Annonce. Ich bin die erste Häkelnadel, die heute hier reingekommen ist. Aber hier sind noch mehrere. Komm schnell rein, zeig eure Häkelnadeln. Kommen Sie ruhig ein bisschen weiter. Und, wie ging's? Gut. Dass es gut ging, das weiß ich, sonst würde es nicht hier sein. Aber bist du sofort gesprungen? Nee, nicht direkt, aber unsere Oma hat uns Bescheid gesagt, hat uns ein paar Häkelnadeln gegeben. Ist er alt? Ja. So alt wie die Oma? Nee. Nee? Noch älter? Nein. Jünger. Und du? Und du? Ja, ja. Erzähl doch mal ein bisschen, hast eine Häkelnadel dabei? Ja. Schon wieder? Ja, ich kam also nach Hause mit meinem Freund, wir waren Tennis spielen und da sahen wir nur noch, wie sie etwas von Häkelnadeln sagten und dann sind wir sofort... Aber holt ihr immer die Sachen her, weil die kommen ja nämlich immer die zwei, ne? Ja, also ich weiß selbst nicht woher, aber sie nehmen wahrscheinlich zu gute Sachen für uns. Wir haben die ja fast immer. Ihr habt immer die Sachen, die wir haben wollen. So soll es weitergehen das ganze Jahr. Wo ist Brigitta? Brigitta Kroll? Ah, hier ist Brigitta Kroll. Sie werden sich dann mit jeder Häkelnadel auseinandersetzen, ne? Auf jeden Fall. Und ich bedanke mich erstmal, dass alle gekommen sind und für alle Häkelnadeln, die ich überhaupt gesammelt habe. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass jemand kommt und mir welche bringt. Ich möchte mich da recht herzlich bedanken. Herzlichen Dank an euch und auch herzlichen Dank an Ihnen, dass Sie mitgearbeitet haben. Dankeschön, jetzt wird gewuschelt. Mein Kind, hast du schon mal gewuschelt? Nee. Dann ist das die erste Mal. Komm mal. Kannst du besser im Körbchen gucken? Greif da mal eine raus. Wie heißt du denn? Christina. Christina? Christina, les mal vor. Ich kann noch nicht lesen. Sie kann noch nicht lesen. Na, dann macht Mareike es. Cornelia Traut, Förderstraße 89A, 4040 in Neuss 1. Und was sagen wir da alle zusammen? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch und einen Tusch. Dankeschön. Wir haben gewonnen eine Reise nach New York, ein schönes Wochenende in New York, denn Sie können sich erinnern, es war ja folgendermaßen, ich stand hier, habe den Arm so hochgenommen, da ging das Feuerzeug allerdings auch noch und fragte dann, was ist das? Richtige Lösung wäre zum Beispiel gewesen Freiheitsstatue, so wie sie draufgeschrieben hat. Ich habe aber extra gesagt, es gilt auch, weil Mareike hielt das ja hoch, Dover unter Feuer oder es hätte auch gezählt, Armleuchter. Aber Freiheitsstatue ist natürlich auch richtig, Cornelia, eine Reise dahin. Unser neues Quiz. Das Neue daran ist, Sie wussten ja immer schon, dass WWF bedeutet weltweit Fernreisen. Das ist ja die Abkürzung dafür. Wir haben also jetzt ein Reisebüro. Ich bin der Chef davon, mein Name ist Gustav Globetrottel und zu mir kommen immer irgendwelche Leute, die wollen wohin reisen. Wenn Sie die Lösung wissen, dann wissen Sie auch, wohin Sie möglicherweise reisen werden. Ganz schnell hierhin. Hier sitze ich in meinem Büro und warte darauf, dass der erste Kunde kommt. Ja. Ah, guten Tag, die Herrschaften. Was kann ich für Sie tun? Was kann der Mann für uns tun, wenn er fragt, komm, setz dich, geht's. Wenn man hier Menge. Noch nicht mal aufgefordert wird, Sie Texte. Möchten eine Reise buchen. Mhm. Ja, ja. Sicher, das, oder glauben Sie, ich will hier einen Gedicht aufsagen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, was halten Sie denn davon? Bitte sehr. Ja? Was ist denn das für ein Gerüst? Das ist kein Gerüst, die Frau, das ist der Eiffelturm. Eifel? In der ja. Eifel waren wir doch gerade erst gewesen. Der Eiffelturm in Paris. Paris? Ja. Paris, nee, das ist uns zu unanständig, was, Egon? Ja, nee, da fahre ich nächste Woche mit dem Kegelclub hin. Sagen Sie, haben Sie noch ein paar andere Türme? Ja, was halten Sie denn bitte hiervon? Das ist die Markuskirche, Dogenpalast. Hören Sie mal, da steht ja alles unter Wasser. Das sind die berühmten Kanäle, mein Herr. Nein. Kanäle haben wir genug zu Hause im Kabelfernsehen. Ja, was, Egon? Schon, ja. Ich merke schon. So, was halten Sie denn bitte hier? Schauen Sie, von diesem Turm, was halten Sie davon? Berühmt wegen seiner unkonventionellen Statik. Hören Sie mal, das sieht aber merkwürdig aus. Ich glaube, dass der Fotograf, so wie ich gestern, einen über den Durst getrunken war. Nein, der ist tatsächlich so schief. Aber Egon, weißt du noch, dass Onkel Gustav uns letztes Mal diese Bilder gegen die Wand geworfen hat? Du meinst Diaz? Die das? Diaz an der Wand geworfen. Ist ja egal, aber das fand ich ganz gut. Ja, aus dieser Stadt, da hätte ich her. Was haben Sie so mal dem Angebot? Ja, was denn? Wo wollen Sie denn nun hin? Na, da, wo
diesen stinknormale Bürgerliche, diesen echten Prinzen geheiratet hat. Richtig. Und das war nicht der Anhalt, das war der andere, der Andrefs oder wie der heißt. Ja. Wenn Sie es wissen, schreiben Sie das Lösungswort auf. Es ist das, wohin Sie vielleicht reisen werden. Herzlichen Dank an euch beide. Gustav Globetrottel, machen wir die Musikansage. Jetzt kommt für Sie Limahl. Und Limahl bringt eine englische Version vom Bab-Hit von Drinnen in der Drussel. Limahl, Inside to Outside. Limahl. Limahl, besser. Oktober zurückschicken. Es gibt neue Karten dafür. Direkt an uns zurückschicken, diese Karten. Ja, das wäre es für heute gewesen.